So tief muss man erst einmal sinken. Ja, das meine ich nicht. Wie auch? Sondern? Ja, die Sabine. Ich meine, die tut mir fast leid. Also fast. Ach so, ja, Wahnsinn. Bitte, die war mal Top 100. Die war mit diesem PR-Typen zusammen, mit diesem Peter Herold. 10 Mille im Jahr ohne Spülen. Scheiße. Ja, und jetzt verklopft die irgendwelche Sextoys an frustrierte Hausfrauen. Hallo? Ja, dich habe ich eh nicht gemeint. Bei euch ist ja alles super. Oh, pardon. Alea e acta est. Ich gebe ihm Latein Nachhilfe. Aha. Was heißt das jetzt? Die Würfel sind gefallen. Freizügig übersetzt. Und wie habe ich dir gefallen? Oh, so heiß. Schau, ich hab's gleich angepasst. Nächste Woche gehen wir noch die ganzen lateinischen Deklinationen und Geschlechtsregeln durch. Also wenn du dich weiter so anstrengst wie heute, na, dann kann dir nichts mehr passieren. Danke, Frau Steinberg, aber mit ihm macht das Lernen auch viel mehr Spaß in der Schule. Na, ihr zwei Hübschen, wart ihr wieder fleißig am Lernen? Wie immer. Ja, und ich muss jetzt auch gleich zum Training. Deine Sporttasche? Ja. Danke. Bis nächste Woche, Simon. Und grüß mir die Mama. Gern. Wir sehen uns, Herr Steinberg. Und nicht vergessen, üben, üben, üben. Netter Junge. Ja, aber so schüchtern. Sag mal, wieso bist du eigentlich so früh zu Hause? Ich habe dich viel später erwartet. Ich habe mir gedacht, ich spritze heute einmal den Rotary Club und wir machen seinen gemütlichen Abend. Hm. Wow. Wow. Wie für dich gemacht? Bei der Figur ist alles für dich gemacht. Bei meiner Figur ist alles gegen mich gemacht. So Blödsinn. Schau mal. Ein Traum. Warst du es auch in 34? Nein. Schon gekauft. Ist perfekt für die Übergangszeit. Vom Leben zum Tod? Hallihallo. Um den Preis straft mir der Dora Wienerleck schon meine Pofalten. Ja, aber dann hast du immer noch nichts zum drüberziehen. Du siehst das falsch, Süße. Mal ganz ehrlich. Wir kaufen uns doch diese sündteuren knappen Fetzen, nur damit es uns irgendjemand wieder schnell vom Leibe reißt. Oh, hast du was am Laufen, von dem wir nichts wissen? Ich bin kirchlich getraut. Die Ehe ist mir heilig. Was denkst du von mir? Willst du das wirklich wissen? Ich gehe mich umziehen. Ich tue die Rechnung von letzter Woche auch gleich dazu, ja? Du nur, Süße. Da ist aber einer hartnäckig. Der Georg hat sein Handy vergessen und jetzt läutet das Ding unentwegt. Also wenn mein Held sein Handy vergessen würde, ich wüsste, was ich zu tun hätte. Was denn? Nichts. Abgelehnt. Hallihallo. Da habe ich es wohl ein bisschen übertrieben diesen Monat. Aber es ist erst der vierte. Naja, die rechnen ja anders ab. Es hängt ja immer davon ab, wann die Rechnung kommt. Ja, du schreibst es mir dazu, Süße. Bitte. Okay, kein Problem. Danke. Ciao. Was ist los? Ich schlafe. Kannst du bitte herkommen? Was jetzt? Zu dir, sag mal, bist du verrückt? Ich habe dich noch nie um etwas gebeten. Aber ich kann heute unmöglich allein sein. Es ist 10:45. Außerdem habe ich morgen Lateinschularbeit schon vergessen. Nein, vielleicht hätte man aber was lernen sollen, nicht immer nur... Bitte. Würdest du mich endlich reinlassen? Behandelt man so eine erwachsene Frau? Ich will einfach nur hier schlafen. Aber meine Mama weckt mich morgen um 6:30. Ah, da bin ich schon längst weg. Entspann dich. Entschuldige, aber du bist die beste Freundin meiner Mama und du bist 23 Jahre älter als ich. Wie soll ich mich da entspannen? Aber schnackseln tust du schon ganz entspannt mit mir, oder?
Ja, jetzt komm, leg dich ins Bett, du hast morgen Lateinschularbeit. Und was noch viel schlimmer ist, ich muss morgen um 6 Uhr schon wieder aufstehen. Reise, Reise, 6:30, heute ist dein Glückstag, mein Sohn. Aber du wirst ihn nur erleben, wenn du ihn freundlich begrüßt. Der frühe Vogel fängt den Wurm. Scheiße. Weckt die dich immer so? Ja. Wach, wach. Ach, schon wurscht. Jetzt geht sich noch ein Quickie aus. Weißt du, was das Schlimmste ist? Ich meine, du bist echt die durchgeknallteste und geilste Frau, die ich je kennengelernt habe. Scheiße, ich kann es keinem erzählen. Tja, und ich habe gedacht, ich bin die Erste. Das ist immer das Feine an der Jugend. Immer startbereit. Meine Ehe ist im Arsch. Und zwar so, dass es nur noch wehtut. Ich kann nicht mehr, ich könnte nur noch heulen. Aber Walli, warum lässt du dich dann nicht einfach scheiden? Was glaubst du, warum ich dir diese ganzen lässigen Fetzen nicht mehr zahlen kann? Weil ich abhängig von ihm bin. Ich hab den Adel und er hat die Kohle. Ja, aber er würde doch sicher eine Abfindung zahlen, Unterhalt oder irgendwas. Ich tue mir Kur bei einen Ehevertrag unterschrieben. Ich krieg nur Geld, wenn er sich etwas zu Schulden kommen lässt. Sonst gehe ich leer aus. Und das wäre? Naja, zum Beispiel Ehebruch. Du, ich bin honor für die Signoras. Danke. Das ist eine ziemlich verrückte Idee, aber wenn sich, sagen wir einmal, einfach so dahingesponnen, eine wirklich, wirklich gute Freundin opfern würde und man dem schönen Josef eine durchaus reizvolle, attraktive Falle stellt und er wird dann dummerweise dabei ertappt, eventuell sogar von seiner eigenen Frau, tja, dann muss sich der schöne Josef wohl scheiden lassen und er muss zahlen. Hey Simon! Hast du es dir anders überlegt? Das freut mich. Ich hab dir gesagt, Funkstille. Das machst du. Du sitzt scheinheilig bei uns auf der Terrasse und redest Dinger blöd mit meiner Mama. Und dann schickst du mir noch schweinische SMS, die andere Leute lesen können. Andere Leute? Ja, andere Leute. Leute, die mir wichtig sind. Entspann dich. Mein Besuch bei euch war durchaus von Erfolg gekrönt. Du kannst deine Sklavendienste bei deiner anarchistischen Oma wieder einstellen. Danke, Tante Waltraud, dass du mir den Arsch gerettet hast. Dann hast du dir selber gerettet. Jetzt komm schon. Hm? Sieh mal wieder gut. Hey, es ist doch alles in Ordnung. Hm? Komm schon, komm. Hört auf! Ich will mit Laura zusammen sein. Weißt du, ich will nicht immer der Idiot sein, der herhalten muss, wenn ein Alter wieder geschissen zu lieber. Ich will eine ganz normale Freundin. Und keine frustrierte Ehefrau, die mich immer nur benutzt, wenn sie es gerade braucht. Ich bin beeindruckt. So weise Worte. Weißt du, mir würde jetzt wirklich viel darauf einfallen. So viel, dass du heulend davonrennst. Aber das will ich nicht. Denn das würde unsere ganze gemeinsame Zeit, die wir miteinander verbracht haben, in den Dreck ziehen. Und das haben wir beide nicht verdient. Vielleicht war das Ganze ja für irgendetwas gut. Und in ein paar Jahren erinnerst du dich gern an mich und lachst darüber. Mach's gut, Simon. Es ist besser, du gehst. Mein Mann könnte jeden Augenblick erscheinen. Und wir wollen doch nicht, dass er auf falsche Gedanken kommt. Noch.
Vale. Ich bin mit dem Taxi da. Kannst du mich mit nach Hause nehmen? Oder musst du noch irgendwo hin? Ich werde dich vermissen. Ich fand's wahnsinnig schön mit dir. Wieso hat er seine Sachen bei ihr? So was Blödes, jetzt haben die Ruhetag. Ja. Ich schau mal, gell? Bin gleich wieder da. Da sind Sie ja. Ich habe Ihr Auto gar nicht gesehen. Ich bin hergelaufen. Es tut mir leid, dass der zu ist. Ja, macht ja nichts, wir brauchen ja nicht lange. Hier, wie gewünscht, das erste Gutachten, also das Negative. Das zweite kommt morgen am Dienstweg. Ja. War gar nicht einfach. Der Koller ist ein harter Brocken, aber ich habe das alles in Ihrem Sinne erledigt. Ja, leider. Josef? Josef? Ich habe den Haftbefehl für Waltraud Steinberg, Caroline Melzer und Sabine Herold. Also, den genannten Dings, Damen, werden Spekulationsgeschäfte aufgrund von Insiderwissen vorgeworfen. Und außerdem Beihilfe zum Mord an Herrn Josef Steinberg. Tina, ihr sagt's nicht, sondern euren Anwalt. Ja? Wieso glaubt ihr, dass du den Josef umgebracht hast? Wieso glaubt ihr, dass wir mit Immobilien spekuliert haben? Weil wir es getan haben. Echt? Und wieso weiß ich das nicht? Weil du viel schlimmere Dinge im Kopf hast. Ah ja, du wirst ja Oma. Gratuliere. Gescheißen, Nicoletta. Na, der Domfall hat sich aber ganz schön verändert bei euch. Ja, weil du uns belogen und betrogen hast mit deinen gefakten Fetzen. Die du mit einer gesperrten Kreditkarte bezahlt hast. Dafür hast du dich unter ihren Mann gelegt und sie hat dir nichts verrechnet. Das wäre noch schön. Hätte sie aber tun sollen bei ihrer Finanzsituation. Gescheißen, Maria. Ihr habt es also oben im Kinderzimmer miteinander getrieben, während ich unten in der Küche für uns Torte gebacken habe. Glaub mir, Maria, so genau willst du es gar nicht wissen. Mich schockiert schon lange nichts mehr. Keiner hat mir irgendeine Moral. Frau Schneider, Ihre Anwältin kennt tatsächlich diesen Callboy. Ja? Sie können sich bei meinem Vater bedanken, ja? Weil seit der Sie und diesen Timo da in Flagrante erwischt hat, macht er brav seine Steuererklärung. Da hat sie vorschriftsmäßig verbucht. Ja? Sogar mit Überstunden und Sonderleistungen und vor allem einer Zeitangabe. Sie sind aus dem Schneider, Frau Schneider. Ja. Und wegen der anderen Sache, da können Sie sich bei Ihrem Mann bedanken, weil der hat für Sie die Kaution hinterlegt. Ja? Sie können gehen. Und was ist mit mir? Wie du weißt, bin ich die Sachwalterin von Josefs Vermögen. Und ich denke, ein bisschen Strafe absitzen tut dir ganz gut.